Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Deal With. Heute in einer Special-Episode und zwar mit der einzig legendären Karte, die es bisher für mich in FIFA 17 Ultimate Team gibt. Und zwar mit dem ehemaligen Kapitän von Hannover 96 und dem aktuellen Kapitän von Borussia Mönchengladbach und zudem dem Hero von Florenz, Lars Stindl. Es wird eine geile Episode, das kann ich euch sagen. Die Karte sieht mega nice aus und wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für diesen unfassbar geilen Spieler. Schreibt mir in die Kommentare, meint ihr, dass der Junge zu Yogi gehört? Meint ihr, gehört in die Nationalmannschaft? Vollkommen irrelevant ist mal welche Position. Der kann ja offensiv sowieso alles spielen, aber ich finde, er hat es sich spätestens mit dieser Performance gegen Florenz endgültig verdient. Heute gegen Ingolstadt ist es Sonntag auch schon wieder getroffen. Fragwürdiges Handtor, aber nichtsdestotrotz absolut genialer Spieler. Videobeschreibung auschecken. Wenn ihr selber Coins braucht für euer PSN und Microsoft Guthaben, könnt ihr auch bei AG Vault vorbeischauen und natürlich auch für euer FIFA Points, eure FIFA Points. 6% Rabatt mit dem Code MAXGAMINGTV. Merchandise von mir ist auch in der Beschreibung. Könnt ihr gerne mal auschecken, wenn ihr mich weiter unterstützen möchtet. Dazu meine Social Media Links, Twitter, Facebook, Instagram auch vorbeischauen. Und als allerletztes noch die Information, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert diesen Kanal kostenlos. Würde ich mich sehr darüber freuen. So, wir legen los. Das ist das Team. Handanovic, Murillo. Dann haben wir hier zwei Spieler, die ich nicht kenne. Und zwar Jubal und dann also Luis, der einzige brasilianische Perfect, den ich hätte benutzen können. Marcelo Ganso, das ehemalige Top-Talent. Felipe Melo, Castro, Kayubi, Dembele. Giga Upgrade, the One-to-Watch-Karte mittlerweile mit 96 Tempo und Lars Stindl vorne drin. Wie auch immer der innerhalb von einem Tag 28 Spiele und 16 Tore und 8 Vorlagen gemacht hat, ich nehme stark an, dass es daran lag, dass er Weekend League gespielt hat, der Vorbesitzer, aber wie auch immer, kostet knapp 40.000 Münzen und dafür hat er unglaubliche Werte, die wir uns gleich angucken. Wir suchen erstmal einen Gegner, Bamonos. Gegner gefunden und wir gucken uns einmal das gegnerische Team an, okay, und dazu die Stats von Lars Stindl: 91 Positioning, 90 Finishing, 92 Schusskraft, 88 Longshots, 92 Volleys, was willst du mehr bei einer Stürmerkarte, dazu noch 76 Elfmeter, ein bisschen wenig in meinen Augen, 88 Übersicht, dazu beispielsweise 91 Reaktion, 89 Ballkontrolle, 85 Dribbling, 90 kurzer Pass, einfach nur ein Wert unter 70 und das ist Sliding Tackle, also Grätschen, Wahnsinn die Karte. Oh, warum fälscht er den ab? Ich glaube, der war abgefälscht von unserem eigenen Mann, und zwar von Dembélé. Ah, das wäre natürlich ein perfekter Start gewesen. Überraschung, Überraschung. Aber natürlich Man of the Match Stindl. Damit war es das von dieser Episode von Deal With. So, das ist doch mal ein adäquates Gegnerteam. Manolas Koulibaly, dazu Sandro und Florenzi, Marquisi und Nainggolan, Parolo, Valdidiao, Keita, Muriel, Sala und Donnarumma. Vor allem auf Pace aus das Team, aber mal schauen, wie wir damit klarkommen. Oh Gott, Alter, der Pfosten und der Leck davor war natürlich mal wieder real, wollte mich gerade schon drüber aufregen. Aber noch ist es nicht notwendig, auch wenn es mich einfach nervt. Ich weiß nicht, warum immer bei Heimspielen. Ich kann auswärts spielen, bei Heimspielen. Es ist unmöglich. Schöner Ball auf Dembélé und der legt ihn sich zu weit vor. Hat eigentlich das Tempo, aber jetzt nicht. Oh, Dembélé wieder nach Stindl, sehr genau, nachdem es da schön geleckt hatte, mal wieder. Aber wir sind momentan noch nicht so glücklich und leider Gottes ist Stindl noch nicht so auffällig. Aber der hat natürlich auch mega schwer in der Mitte dagegen. Nainggolan gegen Kalidou, Koulibaly und gegen Manolas, die allesamt schneller sind als er. Marcelo, konzentrier dich doch mal, Mensch. Das Ding muss er haben. Und zum Glück können wir es abwenden über Castro. Und jetzt ab nach vorne über Stindl. Und Marcelo, der dann, ach nee, ist Kayubi, der da mitgelaufen ist, logischerweise, ist ja auch seine Position. Oh Gott, was ist das für ein Pass, aber Castro holt sich den Ball zurück, immerhin. Jetzt Ganso, Ganso, ah, Idee war gut. Ja, die Idee war auch wieder nicht so schlecht. Also, ich spreche dabei nicht von mir selber, ne, sondern von den Spielern, weil teilweise haben die ja so ein gewisses Eigenleben und machen nicht das, was man unbedingt selber möchte und das wird ganz gefährlich, ja, weil er sich abschütteln lässt bis zum Gehtnichtmehr, musste sein. Seht ihr? Das meine ich mit Eigenleben. Wo war der logische Weg hin? Nicht in die Richtung. Ja, das Zusammenspiel war eigentlich gut, aber dann fehlt es am letzten Pass. Wir kriegen ihn nicht eingebunden in dieses Spiel. Und mein Gegner spielt hier einfach auch sein Tempo sehr, sehr gut aus, muss ich ganz ehrlich zugeben, in der Offensive. Das heißt nicht automatisch, dass man mit Tempo viel erreichen kann, aber er spielt es perfekt mit schönen Pässen. Und vor allem mit der nötigen Ruhe. Warum darf ich ihn nicht anwählen? Warum nicht? Das ist so Schwachsinn gewesen gerade in der Situation. V
falsche Sportart vielleicht ein bisschen las. Das war nämlich eher Kung Fu als Fußball. Und nicht mal den Ball dadurch bekommen. Aber vielleicht jetzt über Anderson Lewis. Wir wissen, Stindl ist ein Comebacker. Der kommt sowieso erst in der zweiten Halbzeit. Aber vielleicht können wir jetzt schon vor der Halbzeit mal einen kleinen Akzent setzen. Das war schwach von Castro. Kriegen den Ball aber nochmal wieder. Stindl steht aber ganz, ganz schlecht. Und das ist ein Foul und das ist Freistoß. Und die kann er. Oh Gott, und setzt das Ding eiskalt in die Mauer. Als ob irgend... Alter, das war der schlechteste Freistoß, den ich dieses Jahr bisher gesehen habe. Und das wird mega gefährlich. Das wird ganz gefährlich. Genau den Pass habe ich gerade schon gesehen. Ja. Doppelrot. Doppelbestrafung gibt es übrigens eigentlich nicht. Muss man ja dazu sagen. Aber ja, trotzdem 2-0. Also ganz, ganz dumm. Oh mein Gott. Ja gut, habe ich gesagt, dass wir jetzt kein Mittelfeld mehr haben, weil ich jetzt Ganso ins Zentraldefensive gestellt habe. Castro auf rechts und auf die Innenverteidigerposition Melo, wie ihr hier sehen könnt. Ja gut, das habe ich. Das ist bisher so schlecht. Das ist so schlecht. In jeglicher Hinsicht. Guckt euch das an. Warum steht Melo dahinter, Mann? Obwohl er gar nicht da stehen muss. Eieiei, und von Stindl kommt gar nichts. Also wirklich gar nichts. Der Einzige, der ein bisschen Gefahr gebracht hat, ist Dembélé und der lässt sich hier komplett auseinandernehmen. Das ist so schlecht, es kommt kein einziger Ball an. Es ist so miserabel, dieses Spiel gerade. Ah, ich will eigentlich Rage quitten, damit wir wenigstens schnell ins nächste und letzte Spiel kommen für diese Episode, aber das ist ja... Wo kommt diese Ecke hin? Das waren zwei Balken, meine Güte nochmal. Also hier klappt aber auch gerade gar nichts. Ich habe das Gefühl, das Spiel will mich auch komplett verarschen. Oh. Wenigstens mal ein gefährlicher Schuss von Stindl. Reicht mir auch. Ja, ich darf nicht Rage quitten. Oh. Meine Güte nochmal. Nicht mal der Schuss aufs Tor ist drin. Sag mal, Stindl, wolltest du nochmal nach vorne gehen? Bist zwar der Stürmer in diesem Team, aber kannst ja auch dich hinten hinstellen und einfach mal ein bisschen warten, bis irgendwer anders irgendwas macht, ne? Als 86er Man of the Match-Karte dafür, dass du 3 Tore geschossen hast und dein Team ins Achtelfinale der Euroleague gebracht hast. Oh Gott! Man, die Anzeige verschwindet einfach gar nicht mehr. So, tschüss. So, ein neues Team, zugegeben musste ja auch. Die einzigen Brasilianer, die ich benutzen konnte, hatten rote Karten. Aber vielleicht klappt es ja so besser. Versuchen wir es. Schauen wir mal. Oh, nee, schon wieder Serie A. Aber immerhin ohne Informs, aber das macht es irgendwie nicht besser. Es geht auf jeden Fall besser los. Spiel Nummer 4, Premier League diesmal. Sieht auch viel zu stark aus. Aha, ein Schuss. Ich komme mit ihm ums Verrecken. Was ist mit meiner Stimme los? Nicht in der Abschlussposition, das nervt. Wenn du denkst, es geht nichts mehr, kommt von irgendwo Dembélé her. Und vor allem, wenn du denkst, dass nach 20 Minuten... Es geht wirklich nichts. Gar nichts heute. Nichts. Spielerisch null. Ich bin so scheiße heute. Darf nicht schießen. Direkt. Okay, dann flanken wir und verkacken. Erbärmlichst. Weil er nicht... Das ist doch lächerlich. Warum geht er da nicht hin? Er muss nur seinen Kopf da... Also das ist ja wirklich... Wow. Und jetzt Cedric. Komm, mein Junge. Cedric. Ausgerechnet unser Rechtsverteidiger. Elfmeter. Ah, und herrlich. Das kann Stindl nämlich auch. Wenn, wie wir gesehen haben, nicht so gut, wie er eigentlich sollte. Übrigens müsste das auch rot sein, der Logik nach. Danke. Einfach rein. Einfach rein. Ich hasse mich. Ich hasse mich! Was? Nein, das ist einfach unmöglich. Wieder der Pass gekommen. Wo ist mein Rechtsverteidiger? Cedric, hallo! Also, wenn der Computer sich nicht entscheiden will, welchen Spieler er hätte geben soll, ne? Das ist... Oh, wei. Das ist ja alles so schlecht, was ich hier mache. Rafa nicht im Abseits. Komm, auch warum ist der Pass so weit und warum läuft er wie so ein Behinderter? Das ist doch nicht mein Ernst! Ich habe überhaupt nichts gedrückt. Das ist so eine Fail-Episode hier heute. Das ist der absolute Oberhammer. Und aus dem Freistoß wird wirklich das 1-0.
Da fehlen mir die Worte bei so einem Pass. Bei so einem. Sag mal, Sanchez. Warum drehst du dich vor allem so kacke, wenn du im 16er stehst? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Vor allem, wir sind in Überzahl und wir liegen hier zurück und kriegen nichts gebacken. Gar nichts. Ich hab. Na. Okay, dass er daneben geht, aber ich hab schon nach links mit Efe. Also, ich wollte, ne, dass er hart, aber mit Efe nach links, also im linken Torwinkel, also. Ja, lass sie noch mehr Zeit, ins Tor zurückzulaufen. In einem normalen Spiel hätte, oder in Realität, hätte vielleicht der Torwart den Einwurf gemacht. Hätte man so eilig. Aber nee, nicht in FIFA. Nee. Wir legen Wert auf Realität. Schiedsrichter sind genauso scheiße wie in Realität, aber bloß nicht den Einwurf. Einwerfer den Torwart lassen machen. Und oh Gott, das ist so scheiße. Sag mal, seid ihr Balletttänzer oder was? Aber natürlich auch nur in der Defensive und auch nur, wenn man nicht an den Ball kommen kann. Mit dem Ball kriegen wir ja heute gar nichts hin. Jo. Ach, Ecke auch noch. Stindl, 5 Schüsse, wo denn? Ich habe einen aufs Tor gewartet und das war der Elfmeter und der war nicht mehr drin. Und das war gefährlicher als alles, was wir sonst zustande gebracht haben. Nicht mal, in diesem Video wird die ganze Zeit das Benny Hill Show Theme laufen. Die ganze Zeit und das zu Recht. Die ganze Zeit. Oh, ein Tor, das erste Tor dieser ganzen Episode für uns. Oh, das ist ein Kopfball von Dembélé, sag mal, wie hier unten. Nee. Komm, weiter. Jetzt, Stindl. Das ist doch nicht, du hast 90 Finn. Mit der Farbe haben wir es heute. Ich habe keinen Fake-Shot gedrückt. Das ist auch in dem situationsbedingten Zusammenspiel aller Sachen hier, die gerade passieren, einfach nicht verwunderlich. Der vielleicht beste Verteidiger der Welt, macht 2 Ausfallschritte ins Leere. Die ich übrigens nicht gesteuert habe, weil die kann man nicht steuern. Die macht er automatisch. Oh Gott! Das kann einfach nicht wahr sein. Das ist. Ey. Komm, jetzt irgendwie noch reinmurmeln, die Gerätschaft hier, bitte, komm. Raus da. Stindl, los, zeig mal, was du kannst. Ja, oder auch nicht. Oder auch doch. Stindl, komm. Stindl. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich bin raus. Macht's gut, haut rein. Und ciao.